Leute, was geht ab und herzlich willkommen schon wieder zu einem neuen Stadion-Vlog. Ich war gestern beim Spiel Magdeburg gegen Hertha. Das könnt ihr hier oben einmal anschauen. Das war maximal krank. Also das war von allen Geistern verlassen. Die Stimmung war Bombe. Das Ergebnis 6:4. Das ist völlig crazy. Und heute gehe ich zum nächsten Bombenspiel. Bedeutet, ich gucke mir heute an das Hanseaten-Duell zwischen dem HSV und Hansa Rostock. Das wird auch wieder voller Stimmung sein. Das wird wahnsinnig sein. Jetzt fahre ich in den Volkspark und dann vlogge ich für euch wieder mit High Quality einen geilen Stadion-Vlog. Ich fahre jetzt los. Wir sehen uns gleich im Volkspark. Bye bye, ihr Lieben. Ich bin wieder natürlich auf meinem beliebten Roller. Ich fahre hier cruise gerade ein bisschen durch die Stadt, durch Hamburg. Es ist mega geiles Wetter. Es ist noch die Ruhe vorm Ansturm. Es wird wahrscheinlich gleich sehr, sehr krass im Stadion von der Stimmung her. Ich bin jetzt noch ca. 10, 100, 200, 300 Meter vom Stadion entfernt. Gucken, ob ich noch irgendwas trinken kann. Und dann gehe ich jetzt gleich ins Stadion. So, wir sind im Bereich des HSV. Dort vorne ist das Volksparkstadion. Hier seht ihr schon die Fans langsam antrudeln. Wir haben ja wieder mal natürlich jetzt noch 3 oder 2,5 Stunden Zeit. Ich gehe jetzt mal dort in die Richtung. Dann zeige ich euch nochmal das Volksparkstadion von außen. Leute, schaut euch das mal bitte an. Wir haben hier irgendwie 2,5 Stunden vor Anpfiff und alle stehen schon hier bei der Nordtribüne. Also ich sage euch, die Fans hier in Hamburg sind aktuell mega gehypt. Richtig krass, was die hier fabrizieren, auch während des Spiels. Also großer Respekt geht raus. Einmal aus einer ganz anderen Perspektive. Schaut euch mal den Volkspark an oder das Volksparkstadion. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Bis auf die Treppen, die so sichtbar sind. Aber sonst ein sehr, sehr schönes Stadion. Von innen wirklich sehr schön. Da seht ihr auch den Eingang für die Nordtribüne. Ich werde jetzt dort hinten reingehen, wo die Menschenmasse ist. Ich sitze auf der Seite. Wieder Mittellinie, aber wie gesagt auch mal von hier das Volksparkstadion in groß. Hier hat man einen richtig schönen Blick auf den Campus, den HSV Campus. Die Felder gehen da hinten noch weiter, also es ist nicht nur das eine Feld. Dann hat man hier, sage ich mal, den Hauptparkplatz vor der Haupttribüne und von dort werden gleich die beiden Mannschaftsbusse kommen. Das werde ich euch auch aufnehmen. Da ist er. Hansa Rostock ist in Hamburg angekommen. Sehr schön, zeigt er sich doch mal ordentlich. Er kann dann nachher auch schneller abhauen. Da ist er. Nur der HSV. Interessant, der fährt vorwärts rein. Okay. Und tschüss. So Leute, wieder da. Here we are, Volksparkstadion Hamburg. Und ich gehe zu meinen Plätzen. Es ist mal wieder brachial groß hier. So, das ist mein heutiger Platz, wieder Mittelfeldlinie. Mittelfeldlinie, ja. Dort seht ihr schön abgetrennt der ganze Bereich der Rostocker. Hier habt ihr selbstverständlich die Nordtribüne. Ich hatte im letzten Video gesagt Nordkurve. Es tut mir leid, liebe Hamburger. Ihr seid natürlich die Nordtribüne. Ich lerne dazu. Da kann man oben schön sehen, 1887 HSV. Ja, ein paar Rostocker sind schon auf dem Platz. Wir haben aber noch genug Zeit, deswegen ich melde mich später nochmal. Jetzt füllt sich langsam die Nordtribüne, die ist jetzt fast wieder voll. Und der Auswärtsblock ist auch mega voll mit dieser überdimensionalen Blockfahne. Ich bin mal echt gespannt, was die heute für Stimmung macht. Da oben noch sehr viel Sonnenschein. Aber jetzt sieht das aus, als ob das hier wahrscheinlich heute vielleicht sogar regnen wird. Ich hoffe nicht, denn dort ist gerade die Sonnenseite, dort die Schattenseite. So, auf geht's HSV. Die Mannschaft kommt auf den Platz.
muss sagen, wenn diese Musik kommt, hat man einfach derbe Bock auf Fußball. Ist einfach perfekt ausgewählt, der Song. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Spiel heute angucke, HSV gegen Hansa Rostock, dann fühle ich auch sehr hardcore. Ich bin sehr gespannt, wie laut es sein wird, wenn Rostock hier gleich aufläuft. Ob es Schritte geben wird oder nicht. Und da kommen auch schon die Rostocker. Okay, es ist sehr laut im Pfeifkonzert. Oha! Das Stadion ist jetzt fast voll. Es ist zum 11. Mal, glaube ich, ausverkauft. Die HSV machen hier mal Torschusstraining. Die Rostocker auch. Der Block ist einfach übertrieben voll. Ich bin echt gespannt, ob da was heute kommt. Und jetzt wird gepfiffen, weil die Rostocker Aufstellung gezeigt wird. Bitte wieder diese Stimmung hier im Stadion an, von beiden Seiten, einfach krass und laut. Okay Leute, da wird auf jeden Fall was vorbereitet. Jedes Mal, wenn so eine Flagge da drüber ist, dann wisst ihr, da wird gleich was kommen. Eine geisteskranke Stimmung, ey. Wow. Bam, bam, down. Bam. Einfach ausverkaufte Hütte hier wieder. Einfach crazy. Bock jetzt schon.
Leute, guckt euch das bitte einmal an. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Und guckt euch das bitte an. Genauso Wahnsinn. Wieder perfektes Spiel ausgesucht. Es geht los. Rostock mit Anpfiff. Leute, viel Spaß beim Stadionblock. Have fun. So, die Mannschaften kommen auf den Platz. Hansa Rostock mit ihrem richtig geilen Auswärtstrikot. Und HSV wahrscheinlich wieder mit Weiß. Und die bereiten was vor. Guckt euch das jetzt an. Ich wusste, dass das passiert. Das ist Rostock, Leute. An die Person im Gästeblock ist heute eine Sicherheitsdurchsage. Bitte belasse von das Zünden und Abbrennen von Pyrotechnik. Die gefährdet euch selbst und andere. Außerdem werden drastische Geldstrafen. Und ich glaube nicht, dass das Ende davon ist. Das Spiel wird erstmal unterbrochen. Man sieht einfach gar nichts mehr. So ist es, wenn die Rostocker im Stadion sind. Dann passiert sowas halt. Also erstmal Unterbrechung. Also die Rostocker hört man sehr lautstark, aber ich sehe sie halt nicht. Hört euch das an, der Support ist da. Das Spiel startet auch gerade wieder. Ist das die Chance? Oh! Und der HSV will unbedingt das 1:0. Aber noch ist es nicht so weit. Thank you.
eine Sekunde vor der Halbzeit macht der HSV das 1:0. Oh, was soll ich sagen? Stimmungstechnisch Abriss, Abriss. Fußballisch ein gutes Spiel, viele Chancen und der HSV hat jetzt das 1:0 gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das letzte Tor in diesem Spiel sein wird. Von daher gucken wir uns gleich mal an, was die Rostocker wieder vorbereitet haben. Die haben sich wieder auf die zweite Halbzeit, glaube ich, im Fanblock vorbereitet. Und ich gehe mir was zu trinken holen. Gleich geht es in die zweite Halbzeit. Let's go! So, die Mannschaft sind wieder auf dem Platz. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt gleich abgeht. Spielerwechsel bei den Gästen von Hansa Rostock zu Beginn der zweiten Halbzeit. Den Platz verlassen wir. Zum Spiel kommt gleich noch. Jetzt erstmal Glückwunsch an den HSV. So Leute, ich verabschiede mich hier aus Hamburg, aus diesem Hexenkessel. Der HSV gewinnt wieder. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Stadion. Euer